Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Rogue Galaxy. Mit dem Erhalt des letzten Trigellums im letzten Part haben wir Kapitel 13 erreicht. Kapitel 13 müsste das Finale sogar beinhalten, es sei denn, es gab noch 14, aber ich meine, das ist dann schon wirklich jetzt gerade das Finale hier. Wir sind also, man könnte sagen, am Ende des Spiels angelangt. Ich habe natürlich noch viel zu machen. Aber ja, das ist das Finale so gesehen. Auf Kapitel 13 bietet es sich natürlich an, noch das letzte Sternenschwert sich anzueignen. Oder das Käferturnier zu machen. Da bin ich natürlich jetzt gerade mitten in den Vorbereitungen, wenn man so will, für. Oh, 5 Teufel. Ich glaube, der da hinten fehlt noch, ne? Du da, ja. Also 5 Teufel ist schon eine Menge, muss ich sagen. So. Ich benutze natürlich immer noch das Großkalibur. Habe ich ja beim letzten Mal angesprochen. Dieses findet ihr im Bukakwa. Beim Händler. Wollte ich mal erwähnt haben, bevor ihr jetzt ganz Bukakwa untersucht und nichts findet und dann sagt, ja, ich lüge. Nee, nee. Beim Händler selber, bei Wambuko. Ich meine Wambuko. Es gibt nur einen Händler im Dorf, also von daher, den solltet ihr relativ schnell ausfindig machen können. Das trainieren wir jetzt, das hat so seine Gründe. Aber ihr werdet natürlich erst später sehen, was das wirklich für ein Zweck ist. Das stört mich jetzt schon wieder, denn jetzt gerade ist meine Munition ausgelaufen. Das heißt, jetzt gibt es wieder einen Teufel, der überleben wird. Und da muss ich jetzt warten. Das hat sich halt nicht verändert. Ich finde das immer noch extremst nervig. Da 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 da. Ja. Da bringt sogar Kisala Zegrim um. Also. Meine Frustration damit ist seit dem ersten Tag immer noch nicht wieder geschrumpft. Ich finde es immer noch furchtbar. Besonders halt, wenn wir zu so einem Punkt kommen, wo ich dann nachladen muss zum Beispiel. So wie gerade eben. Das ist. Also sollten sie jemals in Zukunft irgendwie ein PS3 Rogue Galaxy machen, was ich anbieten würde. Das war natürlich jetzt echt geschickt von mir. Bisschen umständlich durchs Menü fuchteln hier. Aber ja, sollte ich jemals das Vergnügen haben, einen PS3 oder PS4 davon zu sehen, wobei ich keine PS4 habe, dann hoffe ich, dass sie sich das irgendwie anders überlegen mit diesen Barrieren. Das ist ja echt furchtbar. Wenn man mich halt fragt. Ich find's nervig. Das hat sich nie verändert, denn ich habe immer das Gefühl, dass ich hier Probleme kriege dadurch und ich finde das einfach nur lächerlich, nervig. Und es bremst den Spielspaß irgendwie. Noch ein Imitator, hurra. Er wird einfacher sein als der erste, den wir hier getroffen haben in diesen Gräben, aber heiß bin ich trotzdem nicht drauf, wie man sieht. Also bevor wir das Ende des Spiels irgendwann mal einläuten, sollte ich wahrscheinlich tatsächlich meine meine Heil-Items, so. Meine Heil-Items wieder aufstocken gehen.
Ist ja kein Problem, ich kann ja im Prinzip alles kaufen, aber das sollte ich dann doch tun. Ich hoffe, ich erinnere mich auch dran. Vorher habe ich allerdings noch ein paar Gastparts, in denen ich optionale Bosse etc. machen kann. Ich habe auch noch Bonus-Content für nach dem Spiel. Also, da erwartet euch noch eine Menge. Zwei Teufel, zwei Phantome. Ist das wieder ein schöner Kampf. Vor allen Dingen, da meine Munition schon wieder aus ist und ich jetzt mich einfach hier durchprügeln kann. Also, Nee. Lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr, aber ich mach's jetzt trotzdem. Hauptsache, die Gegner sind weg. Kriegt von mir trotzdem einen ziemlich nervig aufgedrückt als Stempel. Wär's mit einem Stab, oder? Ja, zwei Kristallstäbe. Wuhu! Gebe ich dir den hier oder da? Wind Plus, das ist irgendwie so uninteressant. Gibt's Wege hier schon ab? Guckt euch mal an, wie viel bei dem noch frei ist. Nur dadurch, dass er überall irgendwas braucht, was ich nicht habe. Ah, mein Gott. So einen behalte ich. Das liegt aber wirklich daran, dass ich schlussendlich noch einen optionalen Boss damit habe, damit ich den wenigstens mal rufen kann. Soweit ich das mitbekommen habe, bleibt mir das Item nämlich eh erhalten. Ich muss es nur einmal benutzt haben. Das heißt also, festhalten daran, gar nicht so verkehrt. Also zumindest haben wir dann wirklich den, den Punkt, wo ich dann da hingehen kann, kann in den Kampf machen. Und dann kann ich das Ding immer noch wegwerfen. Sehr schön. Also hat prima funktioniert dieses Mal, dieser Kampf. Also das sind so die Momente, die mich echt freuen dann. Mutters Höhle vor... Was? Sollte hier nicht diese Hütte von dem einen Typen sein? Und nicht Mutters Höhle? Juvan wartet auf dich, ja. Ich weiß. Eigentlich wissen wir ja überhaupt nicht, wo Juvan ist, aber... Pff. Das ist im Spiel ja scheinbar eh egal gewesen. Das hat ja nur gesagt, Juvan wartet auf dich. Ja, ja, toll. Achso, du bist Juvan? Und du stehst dann einfach da so rum? Ah, here you all are. Very good. I'll combine your Dragellums, power from your hearts, and fashion them into the ultimate sword. Are you ready? You are, denk mal. Good. Then I shall begin. Was soll ich sonst machen? Die blöde angucken? Anohama via Cycros. Hanam la Ziram. Lul Molzega Theo Roseth. O ye spirits connecting wind and sky and land, make these holy lights born from noble souls into one and bestow upon us the ultimate unstoppable sword. Grant us your power! Ja, das hat was. Wow. So that is the Dragellum sword. It is complete. This is the sword of souls, made from Dragellums.
The Sacred Blade, Zeocycros. It may be able to defeat Mother. It is our last hope. Now, Jaster, take this sword and win back a future for our entire galaxy. Zeocycros. What a beautiful sword. Ja, nett. Soweit ich mich erinnern kann. Hast du mir noch was zu sagen? Ja, also sehr ermutigende Worte. Soweit ich mich erinnern kann, ist auch diese Klinge fusionierbar mit anderen, um eine höhere Variante davon zu bekommen. Also habe ich natürlich vor diesem Kampf gegen Mutter noch eine Menge zu tun. Ist hier reingesprungen. Ich habe das Gefühl, sie ist gerade da reingesprungen. Ist ja nicht meine Schuld. Ich habe sie ja nicht dazu gezwungen. Ist nur... Sehr enthaltsam. Ich habe schon gedacht, ich würde den Sprung vermasseln, aber dass sie dann da reinspringt... Wie tragisch. Ja, das hier ist dann der finale Dungeon. Stellt euch das mal vor. Wir sind im Prinzip... Im Prinzip sind wir im Finale... Oh, na toll. Ist das immer eine... Schöne... Ein schöner Kampf! Ja, wunderbar. Ich finde den wunderschön immer, wenn ich sowas machen muss. Ach. Ist auch überhaupt nicht anstrengend und nervig und Kopfschmerzen verursachend. Nein! Nein! Und nochmals nein. Das sind die schönsten Kämpfe, die ich je gelebt, erlebt und gelebt habe. Ironie. Ja, sorry, aber... Wenn das nicht Lava, sondern Rune wäre, wäre das sogar mal ganz unterhaltsam anzusehen, denn... Wir haben immer Rune erzählt bekommen, aber Rune nie gesehen. Ich meine, prinzipiell, ja, da gibt es auch nicht viel zu erzählen, es ist halt... böse. Aber man sollte doch meinen, man würde uns zumindest einmal irgendwie eine Flüssigkeit oder sonst was vorstellen, was Rune darstellen soll, um uns wenigstens zu sagen, ja, das da ist Rune, ist sehr gefährlich, sollte man darauf achten. Aber naja. Ist nur meine Meinung. Ist auch nicht schlimm, dass es nie dazu gekommen ist, es wundert mich halt nur. Ich finde die Bits toll. Die Bits sind die einfachsten Gegner hier. Hurra! Don't ever try to show off in front of me, you damn beast. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo hier welcher Weg ist und wo was hinführt. Das ist definitiv schon zu lange für mich her. Seit ich das letzte Mal Rogue Galaxy durchgespielt habe, das ist ewig her. Das ist gut versteckte Versteckpillen gewesen, ne? Ist ja keiner dran gekommen. Gesicht des Bösen. Ah. Ah, okay. Beste Kampftaktik für eins dieser Dinger wäre natürlich, sich einfach in die Ecke zu stellen, wo ich das Gesicht nicht treffen kann. Kann alle Items benutzen, die er will, der Zekrom. Das ist mir so egal. Die droppen endlich Kristallstäbe. Holy shit. Endlich gibt es mal Gegner, die mir die Teile geben können. Ihr habt ja keine Ahnung, wie toll das für mich gerade ist.
Ja, du bräuchtest theoretisch da unten einen, das weiß ich, aber... Da lernst du dann auch nichts durch. Und die werden sie wahrscheinlich nicht selten droppen, dadurch, dass ich da direkt zwei auf einmal bekommen habe. Also Gesichter des Bösen sind definitiv meine neuen Lieblingsgegner. Bis ich die Stäbe nicht mehr brauche, dann sind sie mir egal. Und wenn sie dann kommen, finde ich sie echt nervig. Aber bis zu diesem einen Moment sind sie meine Lieblingsgegner. Oh, ein Imitator. Hurra. Doch kein Imitator. Ich dachte, das wäre ein Imitator. Ja. Naja. Ah, meine Freunde. Es ist unglaublich manchmal, wie schnell Gegner dann toll sein können, weil sie das richtige Item droppen. Und jetzt stehen wir hier wieder rum. Yeah. Sehr schön. Ah. Ah. Ihr habt mich enttäuscht, Gesichter des Bösen. Okay. Jetzt muss ich hier einmal Sachen anordnen. Und dann gucken, was weg kann. Das zum Beispiel. Kann... Nein, nicht ausrüsten. Kann weg. Ist ja ganz nett, aber bringt mir nicht viel. So. Und diese beiden Schwerter kombiniert sollten jetzt den ersten Teil einer Gleichung ergeben, den ich haben brauche, muss. Der Dämonenhetzer. Ja, und da ich jetzt momentan erstmal nichts weitermachen kann, damit kann ich genauso gut Zeo Zikrus ausrüsten. Ist ein bisschen stärker als das, was wir vorher hatten, ist aber allerdings auch nicht unbedingt das ultimative Schwert jetzt. Muss ich hier runterspringen? Kann ich hier runterspringen? Nein, kann ich nicht. Also im Prinzip ist es eine Sackgasse, wir wollen aber irgendwie da runter. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt stirbt und was nicht. Alles stirbt. Finde ich gut. Ja, Zeo Cycross. So war das, ne? Zeo Cycross. Ist schon definitiv ein schönes Schwert. Ist auch definitiv dem Ende des Spiels, wenn man so möchte, würdig. Wobei ich ja trotzdem sagen muss, soweit ich mich erinnere, ist und bleibt zum Beispiel der Greifenlord, den wir ja haben, eine bessere Waffe, vom Schaden her. Aber wir werden sehen. Zauberstäbe? Kristall, verfluchte Masken. Dammit! Jetzt sind die Dinger doch selten. Ich hasse sie wieder. Also, pff. Diese Gegner sind für mich gestorben. Sterben ja eh, von daher. Aber ja, es wäre schön gewesen, wenn die tatsächlich jetzt die Gegner gewesen wären, die ich so gesehen farmen könnte für diese Kristallstäbe. Scheinbar wollen sie dann doch nicht so viele abgeben, wie ich jetzt gehofft hatte. Aber die Möglichkeit besteht halt bei den Gegnern. Das ist schon mal sehr gut. Also, so ist es ja dann nicht. Scheinbar besteht die Möglichkeit für andere Items aber auch ziemlich oft hier. Also, Wenigstens ging es ein bisschen weiter mit der Enthüllung, also muss ich ja mal so sehen. Und auf einmal habt ihr keine Lust mehr, hier mir konstant Speicherpunkte, wollte ich sagen. Speicherpunkte um die Ohren zu werfen, ganz plötzlich auf einmal, so. Ich weiß auch nicht. Ja, ist okay. Ich finde das immer noch zum Kotzen. Hurra, Spielspaß. Ihr merkt das an meiner Stimme. Ah, wie ich das manchmal hasse. Nein, machen wir nicht. Das sind nur Gegner mit einer dämlichen Barriere und die Nerven wegkommen. Ein Rubin, ey, ja, yeah, toll. Brauche ich nicht. Weg damit. Weg.
Also bis zum nächsten Speicherpunkt spielen wir jetzt noch, denn von da muss ich dann hinterher mal den Part weitermachen. Den Story-Part. Wobei die Story-Parts, die ja keine Story beinhalten, sondern nur durchgelaufen sind von einer Höhle, manchmal auch sehr unterhaltsam sind, weil das dann trotzdem unter Story-Part fällt, aber im Prinzip absolut nichts von der Story wirklich beinhalten. Aber was macht das schon, ne? Was macht das schon? Also um da wieder hinzukommen, das dauert noch ein Stückchen. Ich frage mich nur, ob dann da ein Speicherpunkt ist oder wie das hier läuft, weil ich natürlich jetzt ungerne gegen Mutter in diesem Part kämpfen würde noch. Aller Clan. Okay. Dir kann ich einfach so in die Beine hacken, dann wirst du wahrscheinlich durch die Supernova auch sterben können. Yep. So viel dazu. Das habe ich mir irgendwie problematischer vorgestellt. Da merkt man auch mal wieder, wie man sich vom Aussehen eines Feindes täuschen lassen kann, ne? Ja, das sind rote Barone. Soll ich sie trotzdem umbringen? Ja. Bringen wir sie einfach anders um, machen was mit sowas hier. Au. Au. Funktioniert trotzdem blöd. Da sollte ich definitiv irgendwie anders regeln. Aber nicht so. Meine Güte, wie ich diese Gegner hasse. Also allein dafür, dass sie Barrieren haben. Oder Schilde, die ich durchbrechen muss. Ich habe schon so oft gesagt, ich wiederhole mich schon förmlich in jedem Part, sobald sowas auftaucht, aber es ist so, so nervig. Ja, Glücksklee, das ist ein Item, was wenigstens so oft gedroppt wurde, dass ich das nicht brauche. Aber das kriege ich hier noch, pausenlos. Ist ja unglaublich. Don't ever try to show off in front of me. So, Kurzfassung von diesem kleinen Ding hier. Nichts drin. Gut. Jetzt nach oben bleiben können, Zagram. Also ganz ehrlich, Rote Barone, ich hasse sie dafür, dass sie überhaupt existieren. Wir werden jetzt einfach erstmal alles auslöschen und dann um die Roten Barone kümmern, sobald ich wieder kann. Mein Problem ist, dass ich denen nicht beibringen kann, was sie machen sollen. Die machen es halt hin und wieder mal und hin und wieder auch nicht. Ne, da war es, da hat sie es vorbereitet. Ich war jetzt einfach nur schneller. In vielen Momenten machen sie es aber auch einfach gar nicht. Weil ich dann als nervig einen, ja, empfinde. Toll! Das ist wieder typisch. Ja. Attackier mal ruhig das Nichts weiter. Ist in Ordnung. Sind Imitatoren dann theoretisch Schatztruhen, die irgendwie mit Rune infiziert wurden? Wird das hinkommen? Wahrscheinlich mit dem großen Lauf der Dinge schon. Wow. Hui. Ja, wirf mal die Wiederbelebung nach. Da hinten ist der Speicherpunkt. Ich kann ihn schmecken. Naja, ich kann ihn riechen. Ich kann ihn sehen. Okay. Wird wahrscheinlich nicht der letzte sein, sondern eher sowas wie Mittelpunkt von Mutters Höhle oder so, aber... Ja,
Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn wir unter Umständen auch Optionales machen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall auf Wiedersehen und tschüss, Leute.